Für die einen ist es ein urdemokratischer Volksentscheid. Für die anderen eine eklatante Verletzung der Menschenrechte. Das Nein der Mehrheit der Schweizer Stimmberechtigten zum Bau von Minaretten. Inzwischen hat sich die Aufregung wieder etwas gelegt. Jetzt kommt die Zeit, Perspektiven zu entwickeln. Wie wird das Minarettverbot jetzt umgesetzt? Wie gehen Muslime mit ihrem Imageproblem um? Wie die Schweiz? Und was machen wir eigentlich in Zukunft mit rechtlich umstrittenen Volksbegehren? Bundesrätin und Justizministerin Evelyn Widmer-Schlumpf ist in der Sternstunde Philosophie Gast, zusammen mit Hisa Maizar von der Föderation Islamischer Dachorganisationen und Thomas Wipf, dem Präsidenten des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes und Vorsitzenden des Schweizerischen Rats der Religionen. Norbert Bischofberger hat sie zum Gespräch geladen. Herzlich willkommen, Frau Widmer-Schlumpf, Herr Maizar, Herr Wipf. Frau Widmer-Schlumpf, wie beurteilen Sie aus heutiger Sicht diese deutliche Annahme der Initiative zum Verbot von Minaretten in der Schweiz? Also die Annahme der Initiative, die hat gezeigt, dass ein gewisses Unbehagen besteht, ein Unbehagen gegen eine Entwicklung, die sich im Übrigen nicht nur in der Schweiz zeigt, sondern auch in Europa. Und es war ein Ausdruck dieses Unbehagens jetzt. Man hat die Auffassung vertreten oder ist der Auffassung, dass man mit diesem Zeichen Probleme, die man hat, aber die auf einer anderen Ebene liegen, bewältigen kann. Ich denke, wir müssen die Probleme anpacken und das mit den richtigen Mitteln dann auch machen. Sie sprechen jetzt stark von Unbehagen, von Ängsten. Herr Maizar, wie geht es denn Ihnen persönlich als Muslim, wie geht es den Musliminnen und Muslimen in der Schweiz mit dem Minarettverbot? Sie können mit dem Resultat ohne weiteres leben, nur mit einem anderen Gefühl haben Sie Schwierigkeit. Nämlich das Gefühl, nicht angenommen zu sein, das Gefühl, dass alles, was Sie quasi in einen Bereich hineingelegt hatten, beispielsweise im Sinne der Verständigung, im Sinne des Dialogs, im Sinne der Öffnung, dass das gar nicht taxiert worden ist, respektive also nur von denjenigen, die so mit Ja votiert hatten. Und daran arbeiten die Muslime noch stark, an Wiedergewinnen von diesem vertrauensvollen Gefühl, und zu sagen, wir sind doch noch ein Teil dieser Gesellschaft und wir müssen, ob wir wollen oder nicht, den Weg durch diese Klippen, durch die Schwierigkeiten, die zwischendurch auftreten, halt einfach mal finden zu einem friedlichen Zusammenkommen. Herr Wipf, die Kirchen haben sich ja im Vorfeld stark gegen diese Initiative engagiert, gegen ein Minarettverbot. Haben Sie so in der Zeit unmittelbar vor der Abstimmung persönlich dann doch befürchtet, die Initiative könnte angenommen werden? Ich habe gespürt, dass im Zusammenhang mit dieser Abstimmung sehr viele Fragen aufbrechen, dass Menschen sich Sorgen machen, Fragen stellen. Ich war immer noch der Hoffnung, dass die Überzeugung Oberhand gewinnt, dass das keine Lösung des Problems ist, das Verbieten eines Bauteils. Aber schon vor und jetzt erst recht nach der Abstimmung spüren wir schon, wie viele grundsätzliche Fragen hier des Zusammenlebens in einer säkularen, offenen, aber auch christlich geprägten Gesellschaft hier aufbrechen. Jetzt beginnt die Arbeit, die gemeinsame Arbeit. Also Sie haben jetzt mehrfach dieses Unbehagen angesprochen. Worum ging es jetzt letztlich aus einem Interview mit Ihrem Bundesratskollegen Ueli Maurer vor wenigen Tagen im Sonntagsblick? Zitat, es geht nicht um das Minarett, sondern um die Frage des kulturellen Zusammenlebens. Die Schweizer Bevölkerung hat es verstanden, ein Tabuthema auf die Traktantenliste der westlichen Welt zu setzen. In diesem Sinn war das Resultat ein gutes Zeichen. Auch für Sie ein gutes Zeichen? Das gute Zeichen an der ganzen Diskussion war eben die Diskussion selbst, dass wir einmal darüber diskutiert haben und vor allem auch darüber diskutiert haben, und das hat man in dieser Form ja sehr selten in aller Öffentlichkeit gemacht, was denn unsere zentralen Werte sind, was die zentralen Werte eines christlich orientierten Staates sind, was Menschenrechte sind, was Grundfreiheiten sind, was die Menschenwürde ist.
diese Fragen einmal in aller Offenheit und klar zu diskutieren und auch zu sagen, wo wir dann stehen. Das haben wir eigentlich jetzt im Zusammenhang mit dieser Minaret-Initiative gemacht. Eine Standortbestimmung für uns selbst, für uns Schweizerinnen und Schweizer. Und insofern war diese Diskussion sehr wertvoll. Sie soll nur auch dazu führen, dass wir weiterhin für unsere Grundwerte, für unsere Freiheiten einstehen. Ich werde den Eindruck weiterhin nicht los, dass es überhaupt nicht um Minarette ging. Aus dem Schreiben des Initiativkomitees gegen den Bau von Minaretten auf der Homepage, Zitat, das Minarett als Bauwerk hat keinen religiösen Charakter. Es wird weder im Koran noch in anderen heiligen Schriften des Islam auch nur erwähnt. Das Minarett ist vielmehr Symbol jenes religiös-politischen Macht- und Herrschaftsanspruchs, der im Namen behaupteter Religionsfreiheit Grundrechte anderer, insbesondere die Gleichheit aller vor dem Gesetz, bestreitet, womit dieser Anspruch in Widerspruch steht zur Verfassung und Rechtsordnung der Schweiz. Wir haben die Ende des Zitats, wir haben diese Argumentation auch im Vorfeld der Abstimmung oft gehört. Wie beurteilen Sie die? Also ich kann nicht sagen, dass vieles aus der Luft ergriffen ist. Ich kann insofern sagen, dass das Minarett für die Muslime ein Bauwerk darstellt, das aber auf eine Religion hindeutet. In diesem Sinne, dass wenn man ein Minarett vom Nah oder Fern sieht, dann erkennt man daran, dass gerade dort, wo das Minarett ist, auch eine muslimische Gebetsstätte sich befindet. Jetzt die Beurteilung von den Initianten oder von dem Komitee, dass sie sagen, das ist nicht nötig und das verstöße gegen irgendwelche Grundfreiheiten oder Religionsfreiheit anderer, das muss ich wirklich eigentlich zurückweisen, weil mit dem Minarett stößt man eigentlich nicht ab und stößt man nicht an. Es ist ein bauliches Werk und das hat man immer wieder gesagt. Nichts anderes für uns an Bedeutung, weil es historisch auch so gewachsen ist. Mhm. Aber das Interessante daran ist, dass gerade die Initianten oder das Initiativkomitee sagt, was Muslime haben dürfen und was sie nicht haben dürfen für die Gestaltung ihrer Religiosität. Und das ist eigentlich das Interessante und das Merkwürdige. Und daher würde ich diese Argumentation, wie gesagt, im Groben sicherlich zurückweisen. Aber ich sage nicht, dass es gerade von der Luft ergriffen. Das stimmt, dass es im Koran explizit nicht erwähnt ist. Aber seit Jahrhunderten ist das Minarett ein kulturelles Phänomen, sichtbar. Überall in der Welt, wo Muslime sich befinden, findet sich so ein Minarett. Und es ist nicht in einer bestimmten traditionellen Form wiedergegeben, sondern eben in verschiedenen Variationen. Das gehört zum kulturellen Bild. Wie ist es mit den Kirchtürmen? Also Minarette sind ja in Syrien entstanden, als es noch, leider ist das heute nicht mehr so, viele Kirchtürme gab, sind eigentlich ein Bild. Es braucht auch keine Kirchtürme, um Christ und Christin zu sein. Braucht es nicht. Aber was es braucht, ist eine öffentliche Darstellung, hier kommt eine christliche, eine muslimische Gemeinde zum Gebet zusammen. Wir dürfen nicht den Weg gehen, alle Zeichen von Religion aus der Öffentlichkeit zu verschwinden, sonst kommen sie auf einen anderen Weg wieder zurück. Es ging tatsächlich nicht um die Minarette. Es ging um viel grundlegendere Frage. Es ist einfach schade, dass es daran aufgehängt wurde und dass die Diskussion jetzt belastet ist mit einem Islambild, das eben nicht für die Mehrheit der Schweizer Muslime stimmt. Die Muslime in der Schweiz sind ebenso herausgefordert, allerdings durch dieses Resultat, wie auch die Christen und Christinnen in der Schweiz. Gut, aber jetzt haben wir ein Verbot der Minarette in der Verfassung. Sie haben die Projektleitung für ein islamisches Zentrum in Wiel im Kanton St. Gallen. Ziehen Sie jetzt den Antrag auf ein Minarett zurück oder was machen Sie jetzt konkret? Wir haben auch in der Vorfeld der Besprechung mit den Staatsbehörden immer wieder betont, wir wollen nichts außer des gegebenen Gesetzes erzielen und gar nicht haben wollen. Also kein Minarett.
das war die Besprechung, war gerade vor der Abstimmung. Und da wurde ich angefragt, ja, würden Sie dann eine Baueingabe mit oder ohne Minarett eingeben? Da habe ich gesagt, eben, wenn das Gesetz das erlaubt und wenn das Einvernehmen mit der Bevölkerung auch vor sich geht, dann würden wir selbstverständlich gerne mit einem Minarett einreichen. Wenn es aber nicht ist, dann haben wir auch dieses Gebot zu gehorchen und dieses Gesetz anzunehmen. Wie geht es jetzt weiter? Mussten Sie schon ein Minarett verbieten? Das ist ohnehin nicht Sache des Bundes, das ist Sache einer Gemeinde, einer Stadt oder dann eben im Zusammenhang auch mit der kantonalen Ordnung. Das heißt, es ist eine Bauordnung der Gemeinde und Raumplanungsrecht dann des Kantons. Wir haben bis jetzt uns überhaupt noch nicht beschäftigt damit. Aber Tatsache ist, dass diese neue Bestimmung direkt anwendbar ist. Also es braucht keine Ausführungsgesetzgebung. Wenn jetzt jemand ein Baugesuch stellt für ein Minarett, dann muss das gestützt auf unsere neue Verfassungsbestimmung direkt abgelehnt werden, also diese Bestimmung direkt angewendet werden. Und ich denke, das ist jetzt eine klare rechtliche Regelung und die ist auch zu befolgen, solange man das in der Verfassung klingt hat. Klingt sehr sachlich, nüchtern. Widerspricht jetzt dieses Minarettverbot in der Verfassung der Europäischen Menschenrechtskonvention, ja oder nein? Das widerspricht verschiedenen Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention und entspricht auch dem UNOPakt II, die sich beide zur äußeren Religionsfreiheit aussprechen. Und da haben wir jetzt ein Problem, wie sich das dann weiterentwickelt und was die Folgen sein werden. Das wird man erst sehen, wenn eine Gemeinschaft oder ein Einzelner ein Gesuch stellt, das dann abschlägig behandelt wird und er allenfalls das weiterziehen würde. Dann wird man sehen, wie sich das weiterentwickelt. Denken wir voraus, könnte eine Verurteilung geben durch den Europäischen Gerichtshof für die Menschenrechte. Was passiert dann? Also es hat ja schon andere Staaten gegeben, die mit Bezug auf bestimmte Bestimmungen der EMRK Schwierigkeiten gehabt haben und das dann auch gerügt wurde vom Gerichtshof. Man hätte dann die Möglichkeit, Anpassungen zu machen. Man hat auch die Möglichkeit, als Schweiz hätte auch die Möglichkeit, aus dem Europarat auszutreten und dann eben diese EMRK nicht mehr gelten zu lassen, wobei ich das als Nicht-Weg oder unmöglichen Weg bezeichnen würde. Das ist ja ein demokratischer Entscheid unseres Volkes gewesen, dem Europarat beizutreten. Und ich denke, demokratische Entscheide sind eben auch in diesem Falle einzuhalten. Aber wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und was dann letztendlich die Schlussfolgerung auch eines Gerichtshofes und dann der zuständigen politischen Behörden sein wird. Aber es wurde doch gefragt, ist es zulässig, über ein Symbol abzustimmen, wenn es um ganz andere Fragen geht? Wie beurteilen Sie das? Wir haben in der Schweiz eine direkte Demokratie und im Prinzip kann alles zum Gegenstand einer Initiative gemacht werden, was nicht zwingendem Völkerrecht widerspricht. Und die Minarett-Initiative widerspricht nicht zwingendem Völkerrecht. Also war das durchaus legitim und legal, dass man das gemacht hat. Und wir haben einen demokratischen Entscheid gefällt. Dieser ist zu respektieren. Das hat Verfassungsrang jetzt für uns in der Schweiz. Und wir werden jetzt schauen, wie wir damit umgehen. Wie klingt das für Sie? Ich meine, es könnten morgen ganz andere Fragen aufs Tapet kommen im Bereich Religion. Ja klar, man muss feststellen, dass die europäischen Menschenrechte und die UNO-Menschenrechte sind eine zivilisatorische Errungenschaft, übrigens zum Teil auch gegen Kirchen errungen. Die dürfen wir nicht aufgeben. Also wenn das verborgene Ziel wäre, die Europäische Menschenrechtskonvention zu kündigen, wäre das verhängnisvoll. Und das müssen wir wirklich verhindern. Darum würde ich auch wirklich empfehlen, den Weg nach Straßburg nicht zu gehen. Dann müssten wir nämlich das auch aufnehmen, was auch den Menschenrechten widerspricht, was in der Diskussion da war, wo der Bund auch jetzt dran ist. Die Zwangsverheiratungen, die Verstümmelungen. Man kann dann nicht nur ein Thema, das Menschenrechte verletzt, aufnehmen. Ich denke, das müssen wir zuerst hier in der Schweiz pragmatisch lösen. Wir sind ja, haben die Tradition, mit solchen Dingen auch pragmatisch zu gehen. Ich würde den Muslimen empfehlen, nicht den Weg nach Straßburg einzugehen. Kriegen nach Kröte schlucken. Das ist eben die Frage, die sich jetzt in diesem Zusammenhang stellt. Wir würden nicht zuerst den Weg nach Straßburg in Betracht ziehen oder wir würden es überhaupt nicht berücksichtigen,
wenn andere Alternativen dafür gegeben wären. Beispielsweise jetzt die Frau Bundesrätin hat vorhin erwähnt, man wird dann sehen, wie sich die Sache entwickelt, wenn ein Gesuch kommt und abschlägig behandelt wird. Was dann? Ist die Frage nicht so zu stellen, wäre es vielleicht angebrachter, vorab bei so einer Vorprogrammierung von einem Verlauf irgendwelche Maßnahmen oder welche Gedanken in die Hinsicht zu investieren, damit auch solch ein Weg nach Straßburg verhindert wird, weil ich stimme Ihnen voll und ganz zu, das ist eine zivilisatorische Errungenschaft und man kann sich wirklich nicht denken, dass die Schweiz nicht in so einem Europarat dabei ist, mit all dem, was es verkauft. Solche andere Wege? Ja, gestützt auf die Bestimmung, die wir jetzt angenommen haben, haben wir ja keine Alternativen, weil sie direkt anwendbar ist. Aber ich teile natürlich die Auffassung, dass es fatal wäre für unser Land, wenn wir die MRK nicht mehr für uns gelten lassen würden, wenn wir nicht mehr im Europarat wären. Das sind Errungenschaften, die wir über Jahrzehnte eben errungen haben, um die wir gekämpft haben. Wir haben auch bis vor wenigen Jahren sind wir stolz darauf gewesen, dass wir in unserem Land einen hohen Stellenwert den Menschenrechten zukommen lassen, den Freiheitsrechten, dass für uns die Menschenwürde oberstes Gebot ist. Und es hat einfach in den letzten Jahren im Zuge der politischen Entwicklung haben solche zentralen Werte für einen Staat, auf die wir bis vor wenigen Jahren sehr stolz waren, haben plötzlich an Stellenwert verloren. Und ich denke, das ist eine schlechte Entwicklung für eine Gesellschaft. Das heißt aber im Klartext, es gibt keine Möglichkeit, auf diesen Entscheid irgendwann mal zurückzukommen. Man kann wieder einmal zurückzukommen, wenn man sich wieder einmal mit dieser Verfassungsbestimmung auseinandersetzt. Schon. Also wenn man fragt, ist es jetzt diese Verfassungsbestimmung oder wenn man zuerst jetzt in den Bereichen, in denen Herr Pfarr-Wipfer angesprochen hat, dass man sich oder dass man klar aufzeigt, was wir machen in den anderen Bereichen. Also wir haben eine klare Bestimmung gegen Zwangsheirat schon heute, auch wenn es immer wieder gesagt wird, der Bund müsse jetzt endlich etwas machen. Wir haben eine klare strafrechtliche Bestimmung. Wir werden zusätzlich noch ein Gesetz erlassen zu diesem Verbot der Zwangsheiraten. Das wird auch in diesem Jahr noch kommen. Wir haben ein klares Verbot der Genitalverstümmelung, eine strafrechtliche Sanktion, die werden wir auch noch verstärken. Es ist eine Frage dann des Vollzugs, des Nachweises und des Vollzugs. Aber das müssen wir klarer zum Ausdruck bringen, dass in all diesen Bereichen, die eigentlich Gegenstand der Minarett-Initiative bzw. der Diskussion waren, dass wir hier schon sehr starke Maßnahmen haben und auch noch zum Teil diese verstärken wollen. Klarer zum Ausdruck bringen, denke ich, müssen auch die Schweizer Muslime, wenn es das denn gibt, oder wie sie selber sich zu den Menschenrechten stellen. Es ist mir bewusst, gerade aus Gesprächen mit jungen Musliminnen und Muslimen, dass ihnen das Leben in unserem Land, in der Sicherheit unseres Rechtsstaates sehr viel bedeutet. Aber für mich war es und ist es immer noch unklar, wie der Islam und die Menschenrechte hier in der Schweiz im Verhältnis sind. Ich denke auch, dass uns Schweizerinnen und Schweizer bewusst geworden ist, dass es nicht selbstverständlich ist, mit welchen Grundwerten dass wir leben können. Die sind übrigens sehr stark natürlich auch jüdisch-christlich und durch die Aufklärung geprägt. Ja. Und da ist die Herausforderung, die wir annehmen müssen, dass wir klarer hören, einen klareren Prozess machen, dass Muslime sich zu diesen Grundwerten stellen, dass Muslime auch sich zu den Menschenrechten stellen. Es gibt eine Erklärung zu den Menschenrechten, eine islamische, in Kairo, die davon ausgeht, ja, die Menschenrechte sind ein westliches Konstrukt. Das ist sehr zu hinterfragen. Also hier haben wir die viel wichtigere Frage als Minarett, ja oder nein. Die Frage geht an Sie. Sie haben es, Herr Wipf, in einem Referat bei der CVP formuliert als Fragen, welche Botschaft wird in den Moscheen gepredigt? Welche Bedeutung haben im Islam die Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Gleichstellung der Geschlechter? Herr Meiser. Die Menschenrechte haben im Islam einen sehr hohen Stellenwert. Und ich würde sonst aus Ihren Ausführungen entnehmen, wie wenn der Islam gegen die Menschenrechte gerichtet werden wäre. Das ist aber nicht der Fall. Und das ist gerade damit zu belegen, dass der Mensch im Islam als ein höheres
und als begnadetes Wesen betrachtet wird. Des Menschen wegen wurden sehr viele Sachen auf Erden eigentlich gemacht, damit er sich zurechtfindet, damit er wirklich auch in Frieden und in voller Geborgenheit leben kann. Vom Islam her ist für die Menschenrechte vieles vorgesehen, aber die Art und Weise der Anwendung dessen, die hängt natürlich von den Menschen ab. Und diese Menschen müssen lediglich sich darauf besinnen und auf diejenige Spur quasi hinkommen, um zu sagen, da gibt es gar keinen Widerspruch zwischen der Grundlehre als Islam und zwischen den Menschenrechten, die man halt einfach in Europa oder gar die UNO-Menschenrechte. Darf ich einen Zwischenruf machen? Als Schweizer Muslim nehme ich Ihnen das natürlich ab. Aber wie Sie wissen natürlich genau, und das hat die Menschen in unserem Land ja auch stark beschäftigt zu Recht, dass die Menschenrechte in manchen islamischen Staaten, zum Beispiel Angehörigen nicht muslimischer Religion gegenüber, verletzt sind, nicht eingehalten werden, sodass wir nicht nur vom Grundsatz sprechen können, wir können auch nicht von biblischen Grundsätzen allein sprechen, ohne zu fragen, wie werden sie angewandt, oder? Und da denke ich, ist schon eine Herausforderung, dass das ernst genommen wird, die Situation nicht-muslimischer Menschen in muslimischen Staaten. Nicht die Schweizer Muslime sind direkt dafür verantwortlich. Aber ich habe schon vor der Abstimmung immer wieder auch darum gebeten, dass wir hier klar hören, wie Schweizer Muslime denken. Und das ist gerade das, was wahrscheinlich auch etwas gefehlt hat in der Diskussion vor der Abstimmung, dass die Schweizer Muslime klar zum Ausdruck gebracht haben. Sie haben es zwar, aber es war zu wenig hörbar, dass sie sich ganz klar zu unseren Rechten bekennen, zu unseren Freiheitsrechten, Grundrechten, zur Gleichbehandlung, zur demokratischen Legitimation unserer Verfahren. Das hat man etwas wenig gehört und ich denke, das hat auch zu Irritationen geführt. Es ist so, wie Herr Maiser sagt, er und seine Gemeinschaften stehen dazu, aber man hat das sehr wenig gehört und darum die Unterscheidung zu eben anderen Bewegungen, die es im Islam auch gibt, die das natürlich überhaupt nicht respektieren und anerkennen, diese Unterscheidung hat man wenig gemacht. Also da klingt auch heraus, wir hatten einen nigerianischen Attentatsversuch auf eine amerikanische Maschine an Weihnachten, Matulalab, und dann hatten wir einen Anschlag jetzt vor kurzem auf den dänischen Mohammed-Karikaturisten. Es scheint, dass eine klare Stellungnahme gegen diesen gesäten Hass von Seiten von Islamisten vermisst wird. Darf ich Sie auf die heute erschienene Zeitung Landboten hinweisen? Da würden Sie dann dort ein sehr langes Interview von mir finden, in dem ich ganz klar und dezidiert die Stellung der Muslime und die Stellung des Islams bezogen habe. Es gab auch eine Demonstration von vorwiegend jungen Muslimen in Bern nach der Abstimmung. Es war ein Hassprediger, Herr Vogel aus Deutschland, eingeladen, dem dann die Einreise verwehrt wurde. Da haben sie sich ja deutlich geäußert gegen diese Demonstration. Das heißt, wir haben es da beim Islam, bei den Musliminnen und Muslimen der Schweiz, nicht mit einer einheitlichen Gemeinde zu tun. Also diejenigen, die die Demonstration in Bern organisiert haben, das ist eine neue Gruppierung, die sich im Laufe dieses Monats wahrscheinlich bekannt machen wollen, in dem Sinn, dass sie eine Pressekonferenz einberufen werden und sagen, dass, was sie sind und in welche Richtung sie gehen. Diese Gruppierung kennen wir als etablierte Organisationen hier in der Schweiz, kennen wir nicht näher. Und ihre Beziehung zu Herrn Vogel oder zu anderen, die ist uns eigentlich bis anhin überhaupt nicht bekannt. Und deshalb habe ich die deutliche Stellungnahme auf den Herrn Vogel ganz eindeutig genommen. Aber stehen Sie da nicht ein bisschen allein auf weiter Flur, so wie ich das raushöre? Es ist zum Teil so. Es ist zum Teil so, weil wenn ich mal so erdenke, diejenigen, die jetzt neu zum Beispiel hinzukommen, gerade wie dieser Zentralrat der Muslime, als ob wir nicht genügend Organisationen hätten. Und das deutet ganz darauf hin, dass im islamischen Haus hier
in der Schweiz eine entsprechende Ordnung gehört, dass man tatsächlich sich entsprechend zusammenrauft, um mal als soliden Ansprechpartner für die Bevölkerung wie für die Institutionen, ob politisch oder kirchlich, sich darstellt. Also das ist ja auch das Problem, Herr Maiser, das wir jetzt haben. Also Problem, das ist ein zu bewältigendes Problem und bewältigbar. Aber wir sehen diese Schwierigkeit jetzt, wo wir versuchen, mit verschiedenen Glaubensgemeinschaften Gespräche zu führen. Wir haben das initiiert jetzt, wir werden weiterfahren, wir haben eine Agenda für dieses Jahr. Wo wir natürlich auch sehen, dass es im Islam verschiedenste Richtungen gibt. Es gibt die ausgleichende Richtung, die Herr Maiser vertritt. Es gibt eine sehr, sehr liberale Richtung, eine ganz offene Richtung. Und es gibt noch die extrem konservativen. Oder? Und da einen Weg zu finden und ein gemeinsames Gespräch, auch einen gemeinsamen Nenner zu finden, das ist nicht ganz einfach. Das ist so. Aber ich denke, man kann das. Sie sind natürlich als Gemeinschaft sehr stark gefordert. Sie haben ja einen runden Tisch schon einberufen, unmittelbar nach der Abstimmung, dann im Dezember letzten Jahres noch. Das war die zweite Runde sozusagen. Ist das eine der Erkenntnisse aus dieser Begegnung, wo Sie die Muslime eingeladen haben? Ja, das ist nicht eine so neue Erkenntnis. Das hat man natürlich, wenn man die Bewegungen etwas verfolgt hat in den letzten Jahren, gesehen, dass es nicht die Muslime gibt. Das sind unterschiedliche Vorstellungen, Wertvorstellungen auch, die einen Kern haben, der sich trifft. Das gibt es im Übrigen im Christentum natürlich auch, unterschiedliche Strömungen. Und mein Anliegen ist es, dass wir mit Liberalen, mit Gemäßigten, auch mit den konservativen Kräften den Dialog führen, aber auch mit Leuten, die sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen, weil das dann eigentlich der Weg ist, den wir finden müssen, wie leben wir zusammen. Oder? Also wir sind ja jetzt so zu der Frage der Integration gekommen. Sie sind promovierte Juristin, sind jetzt seit dem 01.01.2008 Vorsitzende des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements. Sie waren vorher während mehreren Jahren der Bündnerregierung für das Finanz- und Militärdepartement zuständig. Hatten Sie denn vor Amtsantritt als Bundesrätin schon mit religiösen Fragen zu tun? Also ich hatte immer auch mit religiösen Fragen zu tun. Im Übrigen habe ich das Militärdepartement, was noch immer in einem Kanton dann Militär ist, das ist nicht mehr sehr viel, das habe ich dann abgegeben und habe den Bereich Gemeinden übernommen und damit auch Fragen der Religion, der Entwicklung in den Gemeinden. Ich habe auch den ganzen Sozialversicherungsbereich bei mir gehabt. Also es ist ein ziemlich unterschiedliches Aufgabenfeld gewesen. Und die Fragen der Religion, auch der Entwicklung der Gemeinschaften, interreligiöse Kontakte, das ist gerade in einem Kanton wie Graubünden, wo ich herkomme, wo es auch unterschiedliche Kulturen gibt, unterschiedliche Sprachen. Wir sind der einzige Kanton mit 3 Sprachen und entsprechend auch Kulturen. Und wir sind auch ein Kanton, der schon sehr früh auch mit verschiedenen Ausländern Fragen konfrontiert worden ist, als Grenzkanton, zur Zeit des Saisonier-Statuts, dann auch mit verschiedenen schwierigen Fragen. Und ich bin darüber überzeugt, dass wir das immer sehr gut gelöst haben, auch weil wir in einer sehr offenen Art über Probleme gesprochen haben. Was hat Sie in der Begegnung mit Musliminnen und Muslimen am meisten überrascht, persönlich? Also gibt Muslime, mit denen ich heute Kontakt habe, die sehr offen, sehr frei sind, die im Übrigen auch für das Minarettverbot waren. Das ist ja auch etwas Interessantes. Ja. Und es gibt dann die gemäßigte Linie, die ihre klare Haltung, religiöse Haltung vertritt, aber absolut akzeptiert, dass der Staat das Primat hat bei uns und sich alle Religionen der staatlichen Doktrin, wenn ich so sagen soll, oder dem Staat unterzuordnen haben, beziehungsweise nichts der staatlichen Regelung vorgeht. Und dann gibt es dann eben noch, und das sind für mich die schwierigen Gesprächspartner, wenige zwar, aber dann gibt es eine Vertretung der Richtung, die sagt, dass das sehr nahe ist, also Religion und Staat sehr nahe, die klare Trennung sehr schwer machen und die uns darum eben auch Schwierigkeiten machen. Aber es ist eine ganz kleine Minderheit. Die große Mehrheit der Muslime, Musliminnen sind durchaus
klar der Meinung, dass es eine Trennung zwischen Staat und Kirche gibt. Und da muss man auch noch sagen, wir haben natürlich Muslime, Musliminnen beispielsweise aus der Türkei. Das ist eine ganz andere Bevölkerungsgruppe als andere Islamangehörige, die uns dann auch in der Integration viel mehr Schwierigkeiten machen würden. Da zeigt sich ja wieder diese Vielfalt. Ich möchte gerne noch bei der Frage der Integration bleiben. Herr Meiser, Sie sind in Jerusalem geboren, Sie sind Palästinenser, Sie leben seit 42 Jahren, also mehr als 40 Jahren in der Schweiz. Sie sind praktizierender Arzt in eigener Praxis. Was heißt denn Integration eigentlich für Sie? Für die Integration gibt es unzählige Definitionen. Auf eins hat man sich einigen können, dass es eine Art Akzeptanz gegenseitig zur Ergänzung und zur Befestigung eines bestehenden Gebildes, ob das jetzt ein System oder eine Gesellschaft ist, das bleibt noch dahingestellt. Integration ist ein Prozess, der gerade eben in den Herzen und Köpfen der Menschen beginnt und sich durch alle Schichten hindurch, um jung bis weit alt hin, ausbreitet und muss sich an sich andauernd entwickeln. Integration ist nicht halt einfach ein Gesetz, was man mal sagt, Integration und fertig, sondern Integration ist ein sich andauernd entwickelnder Prozess. Also Sie haben auch einen Schweizer Pass, sind Sie mit Ihrem muslimischen Herzen Schweizer? Also es wird mir so nachgesagt und ich fühle mich auch entsprechend, weil sonst wäre ich eigentlich nicht so lange in diesem Land. Ich identifiziere mich mit vielen, vielen Errungenschaften und ich bin auch wirklich stolz darauf und dankbar dafür, dass ich derartige Errungenschaften auch hier leben und erleben darf. Von daher ist es an sich nicht die Frage, wie weit an sich man im Herzen bei einer Schweizer Einstellung oder nicht bei einer Schweizer Einstellung, sondern das ist eben ein Prozess, der sich entwickelt. Wenn ich zum Beispiel eine Minarettverbotsinitiative mal vor mir habe, dann stimme ich ganz eindeutig dagegen als Muslim, obwohl ich Schweizer bin. Und im Prinzip würde ich eher dafür plädieren, dass man zunächst einmal den Menschen als solchen annimmt und unabhängig davon, was er wirklich für einen religiösen Background hat, weil das reflektiert sich in seinem Verhalten. Und daran würde man erkennen, wie weit der eine etwas von seiner Religion hält oder nicht hält. Aber gerade bei dieser Frage, Frau Bundesrätin, wenn Sie sagen, es gibt eine kleine Gruppierung, die ist stockkonservativ und gibt Liberalen und gibt Gemäßigten, ist es Aufgabe des Staates, diese irgendwie zusammenzubringen, damit sie zusammenleben können? Oder ist es nicht Aufgabe der Muslime selber, dass sie an sich sehen oder dafür etwas tun, um mal diese Unterschiede in der Auffassung, in der Haltung entsprechend zu ebnen oder klein zu halten? Das ist meine Frage. Da haben Sie eine schöne Aufgabe gekriegt. Also es kann ja, denke ich, schon nicht die staatliche Aufgabe sein, irgendwie eine Gleichheit unter verschiedenen Auffassungen im religiösen Bereich zu erzielen, so schön das auch wäre. Aber was uns natürlich sehr helfen würde, auch in diesem Dialog, wäre, wenn wir auf der Gegenseite, nicht im Sinn von Gegner, sondern gegenüber am Tisch, Gemeinschaften hätten, die sich auch irgendwo finden, oder? Und die sich nicht selbst noch im Weg stehen, mehr oder weniger. Das wäre für uns schon sehr viel einfacher. Aber Sie haben ja mit dem interreligiösen Dialog die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwierig ist, alle Kräfte unter einen Hut zu bekommen. Und darum ist es wichtig, dass wir alle gleich, das ist ein hoher Anspruch eines Staates, alle im Dialog gleich zu behandeln, gleich zu respektieren, gleich ernst zu nehmen und eben Wege zu suchen. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe als Staat. Ja, Sie sind nicht
nicht nur Präsident des Rats des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes, sondern auch der Vorsitzende des Schweizerischen Rats der Religionen, also eines Zusammenschlusses der monotheistischen Religion Judentum, Christentum, Islam und der Landeskirchen und der Muslime. Ist die Integration der Musliminnen und Muslime in der Schweiz, wenn wir der Frage bleiben, gescheitert? Ich würde sagen, dass der Staat Rahmenbedingungen schaffen kann, aber dass Integration nicht nur im Herzen und im Denken der Einzelnen beginnt, übrigens die in eine andere Kultur kommen und zuerst einmal wahrnehmen, was gilt da in dieser Kultur. Wir müssen das in der Schweiz auch machen. Wenn ich als Zürcher in Bern bin und lebe, dann interessiere ich mal, was gilt da. Ich bleibe Zürcher, aber ich halte mich schon. Das ist noch ein kleiner Schritt. Also es beginnt schon dort. Der Staat kann diese Aufgabe nicht leisten. Der Staat ist Hüter der Freiheit, des Gestaltungsraumes, nicht Hüter der Wahrheit. Wir haben im Schweizerischen Rat der Religionen auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach ist, muslimische Partner zu finden. Wir haben es jetzt gefunden. Aber Integration, wenn es auch Religion betrifft, und Integration betrifft immer auch Religion, ist eine Arbeit für Religionsgemeinschaften und Kirchen. Okay. Das heißt bei Ihnen konkret, Sie haben zum Beispiel am Rand die Freikirchen mit anderen inhaltlichen Ausrichtungen, Sie haben bei Ihnen zum Teil innerhalb die Migrationskirchen, also Gläubige aus anderen Kulturen. Sie kennen die Probleme bestens. Ja, wir haben was heißt denn jetzt Integration da? Das ist Knochenarbeit, das ist sich wahrnehmen, sich auch kennenlernen, besser kennenlernen und auch im Blick auf die Gesellschaft, die Kultur, in der wir leben, eine gemeinsame Basis suchen. Ich denke nicht, dass die Integration der Muslime in der Schweiz gescheitert ist. Jüdische Mitmenschen sagen, wir brauchen 200 Jahre, um das Gefühl zu haben, wirklich dazuzugehören. Und meine Angst ist, dass das jetzt vielleicht auch wieder in Diskussion ist. Wir brauchten lange Zeit. Und diese Geduld, gleichzeitig aber auch ein aktives sich hineingeben, das würde ich von Musliminnen und Muslimen in der Schweiz auch erwarten. Sie ist noch nicht gelungen, weil in Grundsatzfragen, die uns wichtig sind, in diesem auch christlich geprägten Land, wir auch hören müssen, dass diese Grundwerte, die wir gemeinsam ja auch gestalten, dass diese gelten und nicht relativiert werden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Muslime in der Schweiz, die eine Minderheit sind, nicht die Sensibilität der Minderheit haben gegenüber einer Mehrheit dieses Landes, wo 80% der Menschen zu einer christlichen Kirche gehören. Sie sollen und dürfen Muslime bleiben, aber ich denke, sie kommen oft mit einem Anspruch, die zum Beispiel tamilische Flüchtlinge in der Schweiz so nie gestellt haben. Und das hat wahrscheinlich zu tun auch mit dem globalen Auftreten des Islam. Unser Islambild ist ja viel stärker geprägt von den zum Teil schwierigen globalen Zusammenhängen, von Gewalt, von Islamismus, als vom muslimischen Nachbarn oder Vereinskollegen. Sie wollten schon lange reagieren. Ja, also ich denke, es ist zu stark reduziert, wenn man Integration auf die religiöse Integration bringt, sondern Integration, das ist an sich die religiösen Fragen sind ein Teil, aber ja. es gibt natürlich andere sehr zentrale Aspekte in einer Integration und ich denke, das muss man umfassend auch anschauen. Wenn man heute die Frage stellt, ist die Integration gescheitert, dann sage ich dazu klar nein. Das kann man so doch nicht sagen. Wir haben eigentlich Integrationsbestimmungen im Ausländergesetz seit dem Jahr 2008, Januar 2008. Und es ist schon etwas schwierig heute zu sagen, wie sich diese Integrationsbestimmungen auswirken. Im Übrigen ist die Frage der Integration von Musliminnen und Muslimen in der Schweiz ist natürlich eine Frage, die wir nicht seit 100 Jahren diskutieren, sondern ungefähr seit 20 Jahren. Also nach der Kosovo-Krise, nach dem Kosovo-Krieg, als wir so viele Muslime dann plötzlich bei uns in der Schweiz hatten und das in einer großen Gruppe dann plötzlich zum Thema wurde. Oder?
Und wenn Sie diese Zeit anschauen, dann denke ich, eine echte Integration, nicht eine schnelle Integration, sondern eine echte Integration, die braucht Zeit. Nun eine konkrete Frage. Das Verhältnis von Mann und Frau aus einem Interview mit Peter von Matt, dem Literaturwissenschaftler, wird gefragt, manche Frauen wollten offenbar ein Zeichen setzen gegen den Machismo. Sie fühlen sich in der Öffentlichkeit bedroht. Peter von Matt repliziert mit einer Frage. Sperren die Muslime ihre Frauen denn in die Minarette? Ich glaube, darüber braucht man gar keinen Kommentar abzugeben. Es spricht gerade für sich, dass es nicht der Fall ist und wäre sonst eine Klischeevorstellung, dass es dem so ist. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Behandlung von Mann und Frau für die anderen Gemeinschaften, für die andere Gesellschaften nicht so angesehen wird, wie von der islamischen Warte. Also wir sehen, dass der Unterschied zwischen Mann und Frau lediglich in funktionalem Bereich gegeben ist, in herausforderndem Bereich gegeben ist. Vor Gott sind wir alle gleich. In der Aufgabenaufteilung gibt es eine Unterscheidung, gibt es einen biologischen Unterschied, aber das ist im Prinzip alles. Da steht nirgendwo von der Lehre aus, dass eine Frau, weiß Gott, wohin gehört und der Mann ist halt einfach der Dominierende. Das nehme ich Ihnen so ab, Herr Maiser. Aber es ist natürlich eine Tatsache, dass in verschiedenen Gemeinschaften von Musliminnen und Muslimen die Gleichberechtigung von Frau und Mann nicht gelebt wird. Also unabhängig von den biologischen Unterschieden, die wir selbstverständlich alle akzeptieren. Und ich sehe das daran, ich habe eine Kollegin, die hat auf der Oberstufe Kochunterricht erteilt und sie hat es vielfach erlebt, dass ihr junge Männer oder eben Knaben auf dieser Stufe gesagt haben, sie seien nicht bereit, sich hier zu beteiligen. Das machen sie zu Hause auch nicht und das gehöre nicht zur Arbeit eines Mannes. Und da muss ich einfach sagen, das ist im Kopf schon noch nicht Gleichberechtigung. Also da muss man wissen, dass man eben, wenn man in der Schule ist, wenn man im öffentlichen Raum ist, diese Gleichberechtigung akzeptieren muss und leben muss. Und das wollen wir so in unserem Land und das verlangen wir auch. Ich denke, das ist auch unser Anspruch, dass hier in unserem Land Mädchen und Knaben absolut gleich behandelt werden. Und als christliche Kirche können wir auch nicht vom hohen Ross die Sache beurteilen. Nicht alle christlichen Kirchen haben diese Gleichberechtigung vollzogen. Wir müssen dem sehr Sorge tragen. Und das möchte ich eben hören. Tatsächlich, was Frau Bundesrätin sagt, das höre ich immer wieder, das Kulturelle, es ist mehr kulturell als religiös, nicht? Dass die Frau dann plötzlich schweigt, wenn muslimische Männer da sind, das erlebe ich. Das hat viel mit Kultur zu tun. Eine Frau, die ein Kopftuch trägt, muss das Recht haben, in unserem Land das Kopftuch auch wegzulegen. Sie muss das Recht haben. Und diese Sicherheit, die brauchen wir auch aus den Gesprächen, die jetzt folgen unter den Religionsgemeinschaften. Ich denke, wir brauchen auch unter Religionsgemeinschaften, Religion ist ein wichtiger Aspekt der Integration, selbstverständlich nicht das Gesamte. Wir brauchen einen Grundkonsens über Fragen wie Wahrheit, wie wir mit Wahrheit umgehen, dass wir keinen Wahrheitsanspruch erheben können. Über die Wahrheit können wir und sollen wir nicht entscheiden. Über die Frage des Rechtsstaates, die Frage des Pluralismus und so weiter. Auch die Frage des Umgehens zwischen Mann und Frau. Da müssen wir, das ist ein Teil der umfassenden Integration, wirklich intensiv ins Gespräch kommen. Und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen. Hier sind große Aufgaben. Und das ist das Positive vielleicht des an sich nicht positiven Ergebnisses der Abstimmung, dass wir jetzt dieses Gespräch intensivieren müssen. Zunächst vielleicht eine kurze Bemerkung zu den Ausführungen von Frau Bundesrätin. Ich bin sehr froh, dass Sie die Unterscheidung gemacht haben zwischen dem Religiösen und dem Kulturellen. Und wenn wir das sehen, dann ist gerade die Applikation von dieser Gleichberechtigung auch hier noch nicht vollzogen ist, wie Sie es auch mal hier erwähnt haben, dass manche Glaubensgemeinschaften doch nicht so weit sind. Aber auch im gesellschaftlichen Rahmen
die Frau und der Mann sind weder beim Lohn noch bei vielen anderen Sachen gleichgestellt oder gleichberechtigt in irgendwelchem Rahmen. Von daher müssen wir das vielleicht nicht in diesem zu straffen oder zu komplizierten Rahmen sehen, sondern wir müssen es richtig angehen und wirklich als Ziel setzen. Und zu diesem Ziel hinzukommen, da braucht es wirklich die Mitwirkung gar aller. Ansonsten kommt einer und sagt, ja, man verlangt es nur von uns. Und das ist eine Sichtweise, die immer wieder so kommt, Herr Pfarrer Wipp. Wenn man mal sagt, die Muslime müssten das und jenes mal machen, klar, dezidiert. Ich bin voll und ganz Ihrer Meinung. Aber wo haben Sie tatsächlich den freien Raum, dass Sie mal sagen können, jetzt können wir auch im anerkannten Rahmen uns zu Wort melden und damit wir tatsächlich gerade eine entsprechende Entwicklung mitmachen. Weil die Muslime sind willens und sie möchten gerne ein Teil dieser Gesellschaft sein. Und gut, wir kommen von dem Teil Integration nur zur Frage Verhältnis Kirche, Staat, Religionen, Staat. Kommen wir in Zukunft, wir haben gegen 400.000 Musliminnen und Muslime in der Schweiz, um eine öffentlich-rechtliche Anerkennung der muslimischen Gemeinschaften nicht herum? Also die Frage der Anerkennung der Religionsgemeinschaften, der Glaubensgemeinschaften ist eine Frage der Kantone. Die Kantone haben sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Die meisten Kantone heute haben anerkannte Landeskirchen, das ist die katholische und die reformierte Landeskirche, die anerkannte Kirchen sind. Und dann gibt es noch ein paar Kantone, die die christlich-katholische Kirche auch anerkannt haben. Die kleine die jüdische Anerkennung auch, ja. Für jüdische ja, genau, das Teil. Gibt es auch. Aber das ist eine Frage, das ist ja klar so auch geregelt, dass man gesagt hat, das Verhältnis Kirche-Staat wird im Kanton geregelt. Und wir sind vom Bund her, haben wir klar eine Trennung zwischen Kirche und Staat. Und der Anspruch des Staates ist der, dass sich alle, die sich in diesem Land aufhalten, an diese Spielregeln halten, die der Staat vorgibt. Aber ich höre jetzt heraus, dass auf kantonaler Ebene aus Ihrer Sicht dem nichts entgegenstehen würde, islamische Gemeinschaften öffentlich-rechtlich zu anerkennen. Es gibt ja Kantone, die das bereits diskutieren, wenn ich recht orientiert bin. Ja. Zum Beispiel. Herr Wipp, Sie haben vorhin das Christliche sehr betont. Ich meine, es gibt 11% Konfessionslose in diesem Land, laut Volkszählung aus dem Jahr 2000, lange her. Die Muslime sind inzwischen nach den Christen die größte Glaubensgemeinschaft. Es ist nach wie vor so, dass eben wir leben in einem säkularen Staat, aber auf kantonaler Ebene gibt es eine weitgehende Privilegierung der drei Landeskirchen oder der zwei Landeskirchen. Ist das noch haltbar? Säkularer Staat heißt, dass Politik und Religion getrennt sind, dass der Staat religionsneutral ist, nicht wertneutral. Die Werte kommen von seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern und dazu stehen wir absolut. Ja. Das ist auch ein Diskussionspunkt gegenüber islamischen Vorstellungen, wo Staat und Religion doch eine Einheit bilden. Dazu stehen wir. Und die öffentlich-rechtliche Anerkennung hat viel mehr mit Verpflichtung als mit Privilegien zu tun. Es geht nämlich darum, dass die großen Kirchen eine Gestaltungsfreiheit haben, dass sie im Rahmen der staatlichen Rahmengesetzgebung frei und unabhängig in Partnerschaft auch für die gesamte Gesellschaft wirken können. Und sie haben dann das Recht, auch Steuern einzunehmen, aber von den Mitgliedern. Das sind keine staatlichen Gelder. Ja gut, ich denke, Sie sagen es ja, also der Staat im Sinn von einzelne Kantone nehmen für Sie die Steuern ein. Es gibt sogar bei Ihnen in Bern ein enges Verhältnis der Pfarrer zum Staat. Wäre das aus Ihrer Sicht wünschenswert, dass die islamischen Organisationen hier auch als Körperschaften des öffentlichen Rechts anerkannt würden? Man muss bei den Steuern einfach genau sein. Der Staat zieht es in vielen Kantonen ein. Und die Kirchen bezahlen dafür. Es ist eine solche Dienstleistung. Es ist also nicht eine Vermischung, denn wir haben diese Trennung. Der Staat ist religionsneutral, auch der Kanton ist religionsneutral. Gut, was wichtig wäre tatsächlich, dass auch muslimische Gemeinschaften klar ansprechbar sind, dass wir wissen, mit wem dass wir es zu tun haben. Ich glaube nicht, dass in nächster Zeit die öffentlich-rechtliche Anerkennung der richtige Weg ist. Es muss noch Zwischenschritte geben der Wahrnehmung. Was wichtig ist auf nationaler und kantonaler Ebene, dass Religion in ihren Möglichkeiten einen Beitrag zum Zusammenhalt
der Gemeinschaft zu setzen, dass Religion in ihrer Aufgabe auch Sinn und Werte zu vermitteln, dass das nicht in das Private abgedrängt wird, sondern dass das wirklich als eine Dimension des Zusammenlebens anerkannt wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht? Eine pragmatische Gegenfrage, ganz kurz, Herr Pfarrer Witt. Wie sollen die Muslime aus den Hinterhöfen und aus den Baracken aus ihren freien Raum zur Gestaltung ihrer Ideen, zur Entfaltung ihres Wesens, auch als Muslime und als solche, die tatsächlich auch eine Kultur mitbringen, eine Geschichte mitbringen? Das wird verwehrt dadurch, wenn gerade die Anerkennung wird so oder so mal erfolgen. Das ist sicherlich, um diese Anerkennung wird es nicht mehr herumgehen. Das hat man in Europa gesehen und ich glaube, in der Europäischen Union sagen die alle, es ist unbedingt wichtig. Und die Erfahrungen in England, Frankreich und Holland zeigen das ganz eindeutig. Ohne einen rechtlichen Rahmen der Gemeinschaft zu geben, ist die Entfaltung ganz eindeutig eingeschränkt. Man würde sich gerne mal entfalten und sich zeigen und wirklich auch seinen Beitrag effektiv leisten. Eine klare Forderung, kurz bitte. Also ich einfach zu den Hinterhöfen. Es gibt sicher Glaubensgemeinschaften, die nicht offen ihren Glauben praktizieren können. Aber wir haben 150 Moscheen ungefähr, denke ich, in der Schweiz. Und eine große Vielzahl von ihnen sind sichtbar. Man sieht, dass das ein Ort ist, wo man sich trifft, um das Glaubensbekenntnis auszuüben. Also insofern ist diese Darstellung jetzt, wir müssen alles in den Hinterhöfen machen, für einen Teil stimmt das vielleicht, aber es ist nicht unser Weltbild in der Schweiz. Oder wir haben Synagogen, wir haben Moscheen, die sind bekannt, die sehen wir und damit können wir auch sehr gut umgehen. Das hat sich auch bewährt. Also. Und ich denke, dass in der Schweiz der Weg, die Gemeindebildung an Ort ist, die politische Gemeinde, die ja eigentlich auch die Kirchgemeinde einmal zum Vorbild hatte. Und ich kann das nur anregen, dass man auch an Ort eben nicht nur ethnisch organisierte Moscheevereine hat, sondern vielleicht auch eine Gemeinde bildet. Da könnte man auch Anstöße bekommen von den Landeskirchen, dieses Gemeindemodell. Und dann wäre eine öffentlich-rechtliche Anerkennung, wäre dann einmal vielleicht ein weiterer Schritt. Aber hier, glaube ich, könnten wir gemeinsam und könnten die Muslime in der Schweiz im schweizerischen Sinne Gemeindebildung einmal machen und dieses Anliegen aufnehmen, das sie haben. Es ist ein wichtiges Anliegen. Wir kommen zum Schluss unseres Gesprächs. Ich würde gerne noch eine Frage in die Runde geben. Hat der Ruf der Schweiz im Ausland vor allem, Sie sind alle drei sehr gut vernetzt, international, hat der Ruf der Schweiz gelitten, Minarettverbot, andere Skandale? Herr Witt. Ich kann es sagen als Präsident der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa, ich habe sehr viele Reaktionen bekommen. Die erste Reaktion war, was das in der demokratischen, humanitären Schweiz, ist das denn möglich? Und sofort aber die Betroffenheit, was ist eigentlich hinter diesem Entscheid? Was sind das für Fragen? Es sind ja dieselben, die wir auch haben. Also eine große Anteilnahme nach einem ersten Erschrecken, eine Anteilnahme und ein Bewusstsein, da ist in der Schweiz jetzt etwas geschehen, ein Zeichen, das uns alle angeht. Herr Meiser. Also meine Einschätzung ist die, dass nicht das Resultat das Entscheidende, sondern das, was man aus dem Resultat macht. Und die kommende Zeit wird es dann eindeutig zeigen, ob eine Lawine jetzt über die Muslime hinwegkommt oder ob man gerade das Resultat mit all den dahinter gesteckten Fragen wirklich thematisiert, ordentlich, nicht einer einzigen Strömung hier in der Gesellschaft überlässt, sondern es muss tatsächlich getragen werden, damit eben das Resultat im guten Sinn auch im Ausland aufgenommen werden kann. Und in der islamischen Welt, Ihrer Einschätzung nach, hat der Ruf der Schweiz gelitten? Ich würde so sagen, man wundert sich immer noch darüber. Gerade, dass die Schweiz so ein Musterbild für die Demokratie, eine Wiege und Depositland der Menschenrechte. Und plötzlich muss halt einfach zusehen, wie einige Verstöße
mit diesem Resultat gegen einige Rechte, die halt einfach bei den Menschenrechtskonventionen dabei sind. Und deshalb wundert man sich wirklich sehr darüber, ist sicherlich eine innere Enttäuschung, aber vielmehr ist es eher eine abwartende Haltung, glaube ich, bis man sieht, was wirklich noch alles gut auf das Resultat macht. Also unmittelbar nach der Abstimmung haben wir verschiedene Reaktionen gehabt. Ich stelle heute fest, dass die Schweiz nicht das Hauptthema ist im Ausland, weder die Frage der Minarett-Initiative noch die Frage der UBS, dass das selbstverständlich diskutiert wird, aber in einer Art, die nicht an erster Stelle der Schlagzeilen steht. Und ich stelle auch heute fest, nach den Diskussionen, die wir geführt haben, dass man doch trotz allem oder auch jetzt mit diesem Resultat, gerade mit diesem Resultat, einen hohen Respekt hat vor unserer Staatsform der direkten Demokratie, vor den Möglichkeiten, die bei uns das Volk hat, bei aller Verwunderung, die der Entscheid auch ausgelöst hat, aber trotzdem die Anerkennung und der Respekt vor der Möglichkeit, das Volk bei einer solchen Frage mitentscheiden zu lassen. Und ich teile die Auffassung von Herrn Maiser, es ist jetzt eine Frage der weiteren Entwicklung. Man würde sich, denke ich, dann zu wundern beginnen, wenn wir abkommen würden von unserem bewährten Weg des Einstehens für Grundfreiheiten, für Menschenrechte und für eine humanitäre Tradition, für die wir ja stehen, seit Jahrzehnten stehen. Aber wenn wir unseren Weg weitergehen, wie wir ihn vor Jahrzehnten begonnen haben, dann wird das irgendwann einmal einfach ein Teil der Geschichte sein. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Wittmer-Schlumpf, Herr Maiser und Herr Wipf. Dieses Gespräch gibt's auch als DVD. Wollen Sie sie haben? Dann schreiben Sie uns. Schweizer Fernsehen, Redaktion Sternstunden 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@sf.tv. Den Podcast dieser Sendung können Sie herunterladen. Im Abo wird sogar noch bequemer. Alle Informationen dazu finden Sie unter der eingeblendeten Internetadresse. Unsere Freiheit ist in Gefahr, sagen die Schriftstellerin Juli C. und der Schriftsteller Ilya Trojanow. Inwieweit und wie sehr erfahren Sie von den beiden nächste Woche in der Sternstunde Philosophie.